Jetzt ist ja wieder die dunkle Jahreszeit, das heißt, die Einbrecherbanden sind auch wieder vermehrt unterwegs. Ist das auch die Erfahrung, die Sie hier machen? Ja, im Moment merken wir das vermehrt. Also es kommen immer mehr Leute, die betroffen sind von dieser Situation. Was ist denen meistens passiert? Ja, überwiegend werden Fenster und Terrassentüren aufgehebelt. Ab und zu sind es auch Wohnungstüren oder auch Haustüren von Einfamilienhäusern. Was mache ich denn da am besten, wenn ich mich schützen will? Ja, am besten, so wie es auch in der Polizei und von Versicherern empfohlen wird, nimmt man Zusatzschlösser, sei es nun hier für Fenster Zusatzschlösser in Riegelform, die dann im Grunde dagegen schützen, dass das Element aufgebrochen oder aufgehebelt wird. Oder auch bei Türen nimmt man vorrangig Riegelsysteme, die über die ganze Tür praktisch demontiert werden, beziehungsweise Zusatzschlösser in dieser Form zum Beispiel. Und wichtig ist auch, dass man immer einen vernünftigen, massiven Türbeschlag hat, dass auch das Schloss bzw. der Schließzylinder von außen nicht angreifbar ist.